Ja, mein Name ist Sascha Grammel. Das ist ja auch ein Name, den man sich merken sollte. Wer weiß, nee. Wer weiß, ob man ihn jemals wieder hört. Ja, vielleicht habt ihr es schon. Kannst du mal die Mütze abnehmen? Hätt's nicht. Das geht nicht? Nein! Ich hatte einen Unfall. Beim Fahrradfahren? Mit einem Friseur. So. Wieso, was hat er gemacht? Der hat mir so ein Zeug in die Haare geschmiert. Warum? Gegen Schuppen. Und sind die Schuppen weg? Ja, die neuesten Haare auch. kann man ja tragen, als Frage. Ja, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemerkt. Alles klar? Juckt ein bisschen. Ja. Mach weiter. Ja. Dieser Vogel. Entschuldigung. Ja. Dieser Vogel kann doch tatsächlich sprechen. Ja, ich kann sprechen. Kannst du fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Warum bekommst du dann die ganze Gage? Und ich krieg nur 5 Euro. Weil ich die Texte schreibe. Oder die Texte sind scheiße. Das stand nicht im Text. Kam aber gut an. Ja. Warum grinst du denn so? Was? Also erstens, der Herr grinst nicht, ja, sondern er lacht. Ja. Ja, und außerdem heißt es für dich immer noch sie. Sie grinst. Er grinst. Er grinst also doch. Er lacht. Er grinst. Er lacht. Er grinst. Zum letzten Mal, der Herr lacht. Noch. Weißt du, anstatt die Zuschauer zu ärgern, ja, könntest du dich vielleicht erst mal vorstellen. Vorstellen? Ja. Ich? Ja. Jetzt fang nicht an zu stänkern. Würdest du dich jetzt vorstellen? Wie heißt das Zauberwort? Bitte, würdest du dich jetzt bitte vorstellen? Vielleicht noch ein bisschen freundlicher. Freundlich, freundlich, freundlich. Wer freundlich ist, kommt weiter. Hasi. Kannst du mal weggehen? Ja, das musst du schon machen. Ach so. Wärst du so nett und würdest uns deinen Namen verraten? Jetzt hatte ich keine Lust mehr. Dann mache ich es. Meine Damen und Herren, ich darf vorstellen... Frederik! Frederik, bist du mal so nett, nimmst deine Hand aus meinem Gesicht? Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm deine Hand aus meinem Hintern. Ja, jetzt, wo wir mal drüber gesprochen haben, denke ich mal drüber nach. Frederik, mein Name ist Frederik. Und weiter? Hetz mich nicht. Du sollst jetzt deinen Nachnamen sagen. Ganz? Ja. Ich heiße Frederik Freiherr von Furchensumpf. Das ist adlig. Ja. Mein Vater ist ein Adler. Ja, ja. Da guckst du. Ja, ja.
Und deine Mutter? Fasan. Ja. Das kann man im Ansatz sogar noch erkennen. Sag mal, Sascha. Ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein echt guter Bauchredner bist? Nein. Dann frag dich mal, warum. Das reicht. Ja, schönen guten Abend. Wir. Alles klar? Ja, alles klar. Schon. Schon peinlich, oder? Nee. Peinlich. Soll ich denn da sagen, was peinlich ist? Hast du da einen Liedstrich? Ja. Warum? Das macht man so im Fernsehen. Hab ich einen Liedstrich? Nee. Denk mal drüber nach. Frau Granel. Ich freue mich noch zu Ende, ja? Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du bist und bleibst ein Vogel. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Schau nach links. Ha? Schau nach links, da ist links, schau nach links. Tschakka, du schaffst das. Schau nach links. Na, schau nach links, schau nach links, da ist links. Warum? Das ist lustig, mach mal, schau nach links. Du machst doch irgendwas. Nein, ich sitze ja hier. Okay. Okay, schau nach rechts. Auf Freddy. Schau nach runter, schau nach runter, nach so, schau nach runter. Schau nach runter, nach so, schau nach runter. Schau nach runter, nach so, nach runter, nach so, schau nach runter. Wusstest du? Was? Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, du bist und bleibst eine Pfeife. Du willst doch immer erwachsen sein. Ja. Ja, jetzt hättest du die Gelegenheit dazu. Du willst auch immer lustig sein. Jetzt hättest du die Gelegenheit dazu. Sag mal, willst du mich provozieren? Sascha. Immer. Es ist seit Weihnachten. Wir sind doch Kumpels, wir sind doch Buddies, du und ich. Hab ich dich jemals provoziert? Alter Mann? Entschuldigung, alte Frau, ich hatte den Liedstrich vergessen. Wie kommst du denn darauf, dass ich alt bin? Hör mal. Sieh doch, wie du dich quälst. Hält sich die ganze Zeit an Stöckchen fest. Lass nur los, Stöckchen. Lass los. Keine Angst, ich lebe weiter. Lass los. Brav. Hol das Stückchen. Mann. Ach, was sehe ich denn da? Hä? Ein graues Haar. Was? Quatsch. Dein Hosenstall ist offen. Oh. Werden wir vergesslich? Nein. Ein bisschen tatterig? Nicht tatterig. Pappnase. Sehr, sehr dünnes Eis. Sehr, sehr dünnes Eis. Noch so ein Ding, ich gehe zur Sesamstraße. Ja. Bisschen neidisch. Bin ich neidisch? Doch, bist neidisch. Unvergesslich. Ich bin nicht vergesslich. Doch, du bist so vergesslich, du kannst deine Ostereier jetzt verstecken. Oh, hier habe ich ein Osterei. Wo könnte ich es verstecken? Vielleicht da. Ach, sie haben ein Osterei. Wo kommt das denn hier? Überleg dir, was du sagst. Wieso, hast du Angst, du vergisst es? Ja.
Wir gucken jetzt mal, wer vergesslich ist. Wir spielen, ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer. Ja, pack deine Sachen und zisch ab. Ich packe meinen Koffer, ist ein Spiel. Ich packe was in einen Koffer? Welchen Koffer? Oh, Frank, es ist ein Spiel. Nimm die Hand weg. Ja. Ich erkläre dir das, ja? Ja. Ja, es gibt einen Koffer. Koffer. K-O-F-F-E-R, Koffer. Ja. Ich? Du? Ja? Nimm das Kuh. Nein. Ich mache etwas in den Koffer. Heutzutage muss man nicht mehr in den Koffer machen. Dafür gibt's Toiletten und in deinem Alter Windeln. Ich lege etwas in einen Koffer. Bock, 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 bock. Vielleicht ein Osterei. Da ist eins, warum das hier nicht? Ich fange einfach an. Nee, ich fange an, der Klügere beginnt. Nee, lass mich anfangen, ich kann besser erklären. Okay. Das ging schnell. Der Klügere geht nach. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Auto. Ein Stehzeugauto. Nein, ein richtig großes Auto. Okay. Ich kenne das anders. Ich packe nur den Koffer ins Auto und nicht das Auto im Koffer. Der Koffer ist doch unsichtbar. Ganz ruhig, Sascha. Ganz, ganz, ganz ruhig. Einatmen. Ausatmen. Nicht aufregen. Umarme einen Baum. Gleich ist der Koffer wieder sichtbar. Gleich ist der Koffer wieder sichtbar. So, jetzt bist du dran. Okay. Du wiederholst, was ich reingetan habe. Ja. Dann tust du was rein. Okay. Kann ich auch was rausnehmen? Ich könnte ein Auto gebrauchen. Was machen? Nein, nein, nein. Okay. Hätte sein können, der Koffer ist ja unsichtbar. Ich packe meinen Koffer in nicht ein Auto, ein großes Auto, sondern und in einen Zungenbrecher. Hä? Hm? Wie kann man einen Zungenbrecher mitnehmen? Die kann ein Auto in den Koffer packen. Okay, welchen? Fischerstritze. Okay, musst du sagen. Okay. Fischerstritze, Fisch, Fische, 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 Fisch, na, 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 na. Konzentrier dich. Fischerstritze, Fisch, Fische, Fischerstritze, Fisch, Fische, 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 nicht den Dietrich abwischen, nicht den Dietrich. Ich kenne ihn anders. Ich kenne ihn genau so. Jetzt bist du dran. Das kann ich nicht. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Sascha Grabbel. Hi. Frederik und Sascha Grabbel. Ganz kurz, darf ich zuerst mal mit dem Vogel sprechen? Ja, sehr gerne. Ich warte so lange. Frederik, du bist ja super erfolgreich. Danke. Warum gehst du eigentlich mit Sascha auf Tournee? Was kann er, was ich nicht kann? Das frage ich mich auch gerade, ehrlich gesagt. Hast du nächste Woche Zeit? Wir lassen die Pfeife zu Hause. Sag mal, wie wohnst du eigentlich privat? Bodenhaltung, Freilandhaltung oder goldener Käfig? Hör mal, ich bin der König der Lüfte. Der Gigant des Orbits, der Herrscher des Himmels. Ah, ja. Sascha, ja. Sag mal, mit so einem Vogel, ist der eigentlich zu Hause genauso wie auf der Bühne oder ist er dann ganz lieber? Also wir haben privat nicht so viel miteinander zu tun. Wobei man schon sagen muss, also wir haben schon über die Jahre gewisse Gefühle. Ja, Gefühle habe ich auch. Ganz, ganz große Gefühle. Vor allem Mitleid. Ja. Das Arbeiten mit Raubtieren ist ja nicht ganz ungefährlich. Hast du nicht manchmal Angst, dass es dir so geht wie Siegfried und Roy? Ja. Ja, habe ich schon, aber eigentlich, naja, er ist nah dran an mir, aber er ist schon ein bisschen älter, der ist nicht so schnell. Sascha Grabbel und Frederik.
Danke. Na, meins? Also, ich bin die Echse, ja, viele kennen mich, bin sehr beliebt, ja, ich bin deutschlandweit unterwegs und stelle immer wieder fest, Deutschland ist landschaftlich wunderschön und hat wirklich sehr nette Menschen. Ist jetzt nur regional nicht überall gleich verteilt. Ja, also, ne, Ruhrgebiet zum Beispiel. Ruhrgebiet ist landschaftlich jetzt nicht so schön, aber dafür sind die Leute sehr nett. Ja, und Bayern hat wieder schöne Landschaft. Ja, also, wie gesagt, bin deutschlandweit unterwegs. Ich bin froh, sehr froh, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Sonst müsste ich auch noch in Moskau spielen. Ja. Wobei, die Russen würde ich wenigstens verstehen. Bei manchen deutschen Dialekten, gerade ich als Tier, ich habe keine Chance. Ja. In NRW zum Beispiel. Ja. Wir Tiere, wenn wir Geschirr sauber machen, dann sagen wir abwaschen. Das sagen die nicht. Wisst ihr, was die sagen? Wisst ihr, was die sagen? Die sagen spülen. Ey, das mach ich, wenn ich gekackt hab. Ja. Mutti. Also, ich sag mal im besten Falle. Ja. Ich war neulich in Gelsenkirchen, sagen wir, ja. Da kommt so ein Mäuschen, hat einen Handverband. Ich sag, Mensch, Mäuschen, was ist denn mit dir passiert? Ja, ich hab mich verletzt. Ich sag, wobei denn? Beim Spülen. Hä? Ja, was ist denn daran so schwer? Drückst du auf den Knopf oder ziehst an der Leine oder was? Ne? Da sagt sie, ja, ich hab ins Wasser reingefasst und hab nicht gesehen, was da ist. Und weißt du, was die sagen, wenn die spülen meinen? Abziehen. Ja? Das kannst du wissen, das habe ich auch gemacht an dem Abend. Alter. Ja. Ja, und der Hesse zum Beispiel, da stelle ich fest, der Hesse, der ist sehr so harmoniesüchtig. Ich war neulich in Gießen, da habe ich gesagt zu einem Hessen, na du Arschloch, sagt der, ja, das kannst du nicht sagen. Exe, das kannst du nicht sagen. Ich sage, ja, das kann ich auch nicht sagen. Ja. Aber dadurch wird es wenig weniger fies. Ja? Wie soll ich denn das nett sagen? Na, du Arschloch. Ja? Weißt du, wenn du dann Richtung so Franken kommst, Franken liebe ich. Franken, das sind mir als Tier wirklich sehr ähnlich. Hey, ist doch so. Ich sage immer, wenn Franken Menschen wären, dann wären ja Unterfranken. Hm? Also, insofern. Und ich will nicht auch noch auf den Schwaben rumhacken. Überhaupt nicht. Ja, gerade auch nicht hier im SWR oder wie heißt der Laden hier. Ja. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich sage es gerade hier in der Gegend Richtung SWR ganz offen, ich liebe jeden Schwaben, der zu Hause wohnt. Ja. Also, und deren eigentümliche Sprache spiegelt auch nur den Überfluss wider, in dem die leben. Die haben von allem zu viel. Auch Konsonanten. Ja. Ein einfaches, armes Wort wie Kunst wird bei denen zu Kunst. Wir hatten neulich Aufzeichnung, auch SWR, ja, hier Radio. Und da sagt der Moderator allen Ernstes, meine Damen und Herren, Sie hören jetzt Kleinkunst. Ich sag, pass mal auf, du Fohl. Wenn man das im Radio hört, denkst du, die UKW-Frequenz ist verrauscht? Weißt du? Und mal ganz ehrlich, mal an die Damen hier im Raum. Ja? Geht bei einer Frau noch irgendwas, wenn du sagst, ich habe Lust?
Okay, also nass ist er auf jeden Fall, ne? Das Ganze, das ist wirklich so, ja. Und dann wollen die aber, dass wir die Sprache verändern in Berlin. Wir dürfen nicht mehr Schrippe sagen oder Brötchen. Da wollten die allen Ernstes, dass man auch in Berlin Wecken sagt. Ja? Und wenn ich war neulich in Stuttgart. Und ich bin bereit, wenn ich im Ausland bin, die Sprache auch zu lernen. Okay, dann sage ich meinetwegen nicht Brötchen. Dann sage ich Wecken. Aber ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, was für eine Scheiße, zu Deutsch gesagt, passiert ist, als ich ins Hotel kam und an der Rezeption gesagt habe, morgen früh bitte wecken. Ja. Und insofern, ich bin ja da als Tier, also sehr konfliktneutral. Ich sage, Leute, lasst diesen kleinen Krieg zwischen Berlinern und Schwaben einfach sein und werft eure Kernkompetenzen zusammen. Wenn Berliner und Schwaben endlich mal an einem Strang ziehen würden, es könnten so tolle Bauprojekte entstehen. Ja? Also, ja, warte. Die sollten mich da mal ranlassen, die da oben. Ja? Da könnten Sachen entstehen, wenn die zusammenhalten, die werden noch teurer, noch sinnloser und noch nie fertig. Ja? Stellt euch mal vor, mein Vorschlag, ein unterirdischer Flughafen. Ja? Insofern, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.